Heute mit einer motivierten Begrüßung automatisch Rollen erstellen. Viel Spaß! Bevor das Video beginnt, wollte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass wir einen super coolen Discord haben, bei dem sich alles rund ums Gaming dreht. Dort findet ihr immer coole Mitspieler für eure Games. Außerdem veranstalten wir regelmäßig Events, bei denen ihr sogar echtes Geld gewinnen könnt. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Für manche hier klinge ich anscheinend so wie Nico Semsrott, deswegen gab es heute mal eine etwas motivierendere Anrede, Begrüßung. Ja, aber wie schon richtig gesagt wurde, wir werden heute uns darum kümmern, dass unser Bot selbstständig Rollen erstellen kann. Und dafür beginnen wir mit einem neuen Command. Das heißt, wir stellen eine neue Klasse. Role Creation oder so. Die muss natürlich wieder Server Command implementieren. Und wieder die Methode einfügen. Ich klinge übrigens nicht nur so müde, ich bin so müde, wenn man unten auf die Uhr guckt. Ja. Aber was tut man nicht alles für seine Fans hier? Genau. Als allererstes wollen wir uns mal überlegen, was man eingeben soll, damit eine neue Rolle erstellt wird. Sagen wir machen Ausrufezeichen ist ja unser Präfix und dann Create Role zum Beispiel. Dahinter dann der Name der Rolle und dann optional noch die Farbe in Hex mit Hashtag. Also, nee, das geht nicht. Sowas zum Beispiel. Das Ganze hatten wir hier auch schon mal probiert. Das würde dann so ungefähr aussehen. Dann wird da eine Rolle mit diese Color entstehen. Genau, um das Ganze umzusetzen, müssen wir uns erstmal am besten die Guild rausspeichern. Und die bekommen wir aus dem Channel. Wir machen channel.getGuild. Als nächstes holen wir uns die Arcs wieder. Und das machen wir mit message.getContentDisplay.split. Lit. Also ein Leerzeichen wieder. Und genau, da wir die Länge der Argumente häufiger brauchen werden, machen wir jetzt einfach mal hier, speichern wir uns das einfach mal raus. Als int length. args.length. So. Dann kommt dann zur ersten Abfrage, wenn die Länge größer als 1 ist. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann hat derjenige einfach nur Create Role eingegeben wie so ein Depp und ja, wir können natürlich keine Rolle ohne Name erstellen. Also machen wir hier eine Ausgabe mit dem Embed-Builder. Embed-Builder. Bilder.description. Bist du doof, Waller? Oder so. Ja, ist ja nur für den Bot. Und dann machen wir hier einfach nochmal so. Okay, ein Stück davor, damit jeder weiß wie. Und ja, schreiben müsste ich auch noch können. So, also jetzt sollte schon mal passieren, wenn er einfach nur Create Role eingibt, dann kommt, bist du doof und die Argumente, wie man es richtig eingibt. So, jetzt basteln wir uns einen kleinen String Builder, denn wir wollen natürlich auch, dass der Name dieser Rolle Leerzeichen enthalten kann. Und hier oben splitten wir nach Leerzeichen und das ist dann natürlich auch wieder ein bisschen doof, ne? Auch Bilder nennen. So, neuer String Builder. Jetzt müssen wir aber vorher ein kleines bisschen aufteilen, denn es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, der User hat hier ganz hinten eine Farbe dran. Die Farbe soll natürlich nicht in diesem Namen drin vorkommen, das heißt, wir müssen die extra behandeln,
und müssen dann bei dem Bilder ein Argument weniger nehmen. Möglichkeit Nummer 2, es wurde gar keine Farbe angegeben und das soll alles der Name werden. Das heißt, wir werden das jetzt hier einmal testen, weil wir werden nur Hexcolors mit dem Hashtag annehmen vorne dran. Das heißt, wir testen jetzt, ob das der Fall ist. Das heißt, wir gucken, ob Args mit Längs minus 1, das wäre quasi das letzte, und das Startswiss und dann ein Hashtag. Und wir sollten noch testen, ob die Länge insgesamt auch größer 2 ist, weil sonst würde da jetzt zum Beispiel gehen Create Role und dann nur der Color Code. Dann würde er den Color Code nehmen, er wird Create Role kennen, aber der Name wäre leer. Und das geht natürlich auch nicht, dass wir eine leere Rolle erstellen. Und mit else würde dann einfach alles andere. So, wir machen erstmal oben das mit Hashtag. Das heißt, wir fangen hier an, for int ist gleich 1. Also für Argument 1, das ist dann hier der erste Teil des Namens. Das ist der ganze Name, je nachdem. I muss jetzt hier kleiner längs minus 1 sein, weil er das letzte ja eben nicht mitzählen soll. Das ist ja die Color. Und dann I++. Und da machen wir dann ein Bilder.append in args i, Hilfe, zu, plus und dann ein Leerzeichen. Und dasselbe können wir eigentlich übernehmen für hier unten. Nur, dass hier das minus 1 wieder weg muss, weil das bis komplett hinten durchlaufen soll. So. Dann holen wir uns jetzt einmal den Hexcode, den derjenige da eingegeben hat. Das String Hexcode ist args längs minus 1. Und der Rollenname ist dann einfach der Bilder.toString. Dann machen wir noch Punkt Trim, damit hinten dran keine Leerzeichen mehr sind. Oder vorne dran. Machen wir das für unten auch gleich nochmal. Nur, dass wir hier eben nur den Rollennamen dann brauchen. So. So, und jetzt kommt dann der eigentliche lustige Teil, wo wir die Rolle erstellen. Aber da das Ganze ein bisschen dauert, würde ich sagen, senden wir hier einfach nochmal ein SendTyping. Das heißt einfach, dass es im Channel dann steht, der und der tippt. Also da unten drunter wird er dann stehen, der und der tippt. Und es kommt dann so lange, bis die Nachricht gesendet wurde oder 5 Sekunden, wenn Zeitüberschreitung ist. Genau. Jetzt brauchen wir hier die Guild. Ups. Punkt CreateRole. Die wurde recht neu eingefügt, also wenn diese Methode bei euch nicht funktioniert, dann einmal updaten. Ich habe auch einmal schon gezeigt, wie man updatet. Da gibt es ein Video, das kann ich gerne auch nochmal verlinken. Dann seht ihr, wie ihr eure JDE auf die neueste Version bekommt. Wenn wir hier einmal gucken, zum Standpunkt dieses Videos ist es die Beta 022. Also schon ein bisschen neuer sogar als in dem Update-Video, aber da hat sich nichts geändert, was wir hier brauchen. Deswegen habe ich da kein eigenes Video zu gemacht. So, und dann machen wir hier Punkt Create und dann Punkt Q. Deshalb brauchen wir hier jetzt einen Consumer. Das heißt, wir machen jetzt Role, so heißt unsere Rolle jetzt dann, also der Bezeichner dafür. Dann machen wir wieder dieses Minus und Größer, den Pfeil und dann eine geschweifte Klammer auf Enter, sodass die hier auch wieder zugeht, nicht vergessen. Sonst gibt es wieder Fehler. Und jetzt haben wir quasi die Rolle erstellt. Also das hier hinten dran wird erst aufgerufen, wenn die Rolle erstellt ist. Und wir mit der Role hier drauf zugreifen können. Das heißt, wir machen jetzt Role.getManager. Damit können wir die Rolle an sich verwalten. Und jetzt machen wir SetName. Und da kommt jetzt einfach der RoleName rein. .setColor. Und hier müssen wir jetzt gucken, dass wir die HexColor umwandeln in eine
java.avt.color. Das heißt, wir können hier jetzt einfach mal color importieren von java.avt. Und da gibt es jetzt eine coole Funktion, die heißt decode. Und da können wir jetzt dem einfach den Hexcode übergeben. Dann tut er den automatisch umwandeln in das Format, das er braucht, um eine richtige Rolle zu erstellen. Rein theoretisch können wir die auch ausgeben. Beziehungsweise nicht ausgeben, sondern uns rausspeichern. Dann können wir damit gleich noch ein bisschen was Cooles machen. So, und jetzt könnten wir hier zum Beispiel noch Permissions einfügen. Also Set Permissions. Es geht genauso Give Permissions und Revoke Permissions. Wenn ihr welche geben oder wegnehmen wollt. Wir wollen sie jetzt aber nur setzen. Das heißt, nur diese Permissions, die wir jetzt hier reinschreiben, wird diese Rolle dann später haben. Und da machen wir jetzt Permission. Was kann man denn machen? Message Read zum Beispiel. Komma Permission. Message History. Damit kann er jetzt schon mal in allen Channeln, die es nicht direkt verbieten, Nachrichten lesen und auch ältere gucken. Und dann machen wir noch Voice Connect, dass er auch in Voice rein kann. Und das Ganze machen wir jetzt .q, dass das Ganze ausgeführt wird, weil ohne das Q würde da nichts passieren. So, und jetzt wollen wir das Ganze noch senden. Und dazu nehmen wir uns wieder einen Embed-Builder. Das können wir einfach so da rein übernehmen. Ja, den müssen wir jetzt anders nennen. Tun wir ihn einfach Embed nennen. Hier machen wir jetzt nicht so doof, sondern Rolle plus RoleName ist erstellt. Und weil wir jetzt noch cool sein wollten, können wir jetzt hier noch mit setColor das auf die Color setzen. Das heißt, die Seite von diesem Embed wird dann auch dieselbe Color sein, wie wir hier erstellt haben. So, und das ganze Gedöns hier können wir jetzt einmal von da unten übernehmen. Und ja, jetzt wird hier das nicht klappen, weil wir hier jetzt eine eigene Color definieren müssen. Und da können wir einfach zum Beispiel eine New Color selber definieren. Ich empfehle hier dieses mit den drei Eingabewerten. Da können wir jetzt aber 255 immer nehmen, das wäre dann ziemlich gutes Weiß. Da könnt ihr aber auch dann jede andere RGB-Color oder Hex-Color oder sowas reinschreiben und das machen. Oder zum Beispiel eine Zufallszahl, also eine Zufallsfarbe da generieren dafür. Genau, das war's eigentlich schon dann. Jetzt müssen wir das Ganze noch eintragen in den Command Manager. this.commands.put. Nochmal create role, das klingt cooler. New role. Role creation. Und dann fahren wir mal den Bot hoch und testen das Ganze. Ob das so klappt, wie es vorher geklappt hat. Na, erstmal gucken wir, dass da auch keine dieser Rollen bis jetzt erstellt ist. Weil hier sehen wir alle Rollen. Und die Rolle, die wir jetzt einfügen, wird hier direkt über Everyone und unter Groovy reinkommen. So, machen wir jetzt Create Role. Und da machen wir dann Test Video Rolle. Das können wir einfach mal so machen. Bam. Rolle, Test Video Rolle erstellt. Und man sieht, sie ist weiß. Gucken wir auch da. Rollen, Test Video Rolle. Man sieht schon, sie ist komplett weiß. Und sie hat Text- und Sprachkanäle anzeigen, Nachrichtenverlauf anzeigen und verbinden. Sprechen können sie nicht. Ja, das ist uns egal. Kann man mal lassen. Und jetzt wollten wir noch eine Create Role Test Video Farben Rolle. Und jetzt wollen wir unsere
eigene Rolle da reintun. Deswegen gehen wir jetzt ins Internet auf Flat UI Color Picker zum Beispiel. Dann nehmen wir ein schönes Blau und da klicken wir dann auf Hex. Jetzt können wir hier mal das Deep Sky Blue machen, einfach draufklicken. Da sind wir. Und das übernehmen. Das heißt, es wird jetzt angezeigt. Mal Enter. Bam. Jetzt sehen wir auch hier schon, da wird ein schönes Blau erstellt. Kommen wir da rein. Rollen. Und wir sehen schon, die Farbe wurde auch übernommen. Super, die Permissions sind auch wieder da. Und alles läuft. Ja, jetzt könnte man noch machen, dass man da auch Permission übergeben kann oder dann direkt die Rolle bearbeiten kann. Aber ich denke, das ist dann eher weniger von Bedeutung, da ihr ja hier die ganzen Permissions schon eintragen könnt für das, was ihr braucht. Und ansonsten könnt ihr einfach immer noch Role.getManager machen und das Ganze noch bearbeiten mit Give, Revoke, Permissions und sowas. Ja, sollte es da doch Bedarf geben, schreibt das einfach in die Kommentare, dann machen wir da einfach nochmal ein Video dazu. Und ja, jetzt würde ich sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.